Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Adventure Island. Ich kenne das Game nur vom Game Boy, bin sehr gespannt, wie gut die NES-Umsetzung ist. Ich bin mir sicher, sie ist gut, weil der Typ hat ein Skateboard mit dabei und Spiele mit Skateboard sind immer gut. So, gleich mal rein hier, bin noch ein bisschen aufgedreht heute, weil ich war heute im Detektiv Pikachu Kinofilm. Und er hat mir sehr gut gefallen. Ich kann euch nur sagen, Leute, lasst euch nicht spoilern, wenn ihr den Film genießen wollt, weil er ist doch sehr storylastig. Und mit einem Spoiler verdirbt man sich das sicherlich einiges. Und seid so fair und spoilert natürlich die anderen auch nicht. So, also mir hat es sehr gut gefallen, nicht Captain Pikachu, sondern Detektiv Pikachu. Fand ich cool. Ja, also kommen wir mal zu Adventure Island. Mit Skateboard am Start. Und schauen, wie weit ich da komme. Ich darf bei Adventure Island, darf man auf diese Steinblöcke nicht drauf hüpfen. Warum auch immer. Okay, Feuer will ich auch nicht aus. Stange wird gekillt. Ja, da macht sich die Erfahrung am Gameboy bezahlt. Also das ist Unbesiegbarkeit, glaube ich. Ja. Boah. Hätte ich fast vergessen, dass ich hier nicht mehr unbesiegbar bin. Ah, das ist aber auch ein schweres Stück hier. Man muss voll springen. Ich glaube, man muss im Springen schießen, oder? Probieren wir das mal. Vielleicht geht's so. Der Sprung ist auch nicht ganz so einfach. Na, das geht so nicht. Man muss im Vollen laufen. Man darf gleich nicht abstoppen. Das ist kein leichter Sprung hier. Ja, geschafft. Was ist das? Hey, Frosch, bist du böse? Egal, einfach mal abknallen. Ja, Speicherpunkt, geschafft. Level 1, clear. Ja, es spielt sich super. Die Steuerung ist echt fein. Gibt's nichts dran auszusetzen. Es gibt Sachen zum Einsammeln. Es gibt jede Menge Verstärkungen. Alles bestens hier. Was kriege ich hier? Ein Dino? Nein, ein Skateboard. Ist ein Skateboard ist das richtig in diesem Level? Ah, naja, schauen wir mal. Kann halt nicht mehr anhalten. Macht das Ganze nicht. Wow, wie habe ich denn das geschafft? Das weiß ich selber nicht. Okay, aber dafür bin ich jetzt tot. Wow, eine coole Action. Game over. Na geh. Und jetzt? Geht wieder gleich ganz von vorne. Ja, okay, come on. Das ist aber schon hart. Das verzeiht ja nix an Fehlern hier, dieses Game. Mal schauen. Wir müssen Speedrun versuchen hier. Er geht schneller, wenn man einen Schießen drückt, kommt mir vor. Interessant. Das Absicht ist, ich denke mal nicht. Vogel. Hey, mit diese Vögel. Diese Vögel sind immer sehr beliebt als Gegner. Aber ich habe ja selber schon mal ein Game mit Vögel als Gegner programmiert. Also ich darf mich da nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Almcopter, Leute. Also Almcopter auf Android. Wenn ihr mal was zocken wollt. Ich glaube, es ist noch verfügbar. Schon ein bisschen länger her, dass ich das gecodet habe. So, da die Steine rauche ich wieder nur noch ein Leben. Das ist natürlich ein Jammer. Eigentlich müsste man ja instant neu anfangen. Ja, ein Apfel verloren. Ja, unmöglich. Das ist der Sprung.
Er muss extrem spät abspringen. Und vorher einmal. Na, es ist echt nicht leicht. So, einmal und extrem spät. Ja, das ist der Trick. Frosch, Ade. Ein bisschen spät abgesprungen und ab ins Ziel. Okay. Naja, mittlerweile habe ich es ja drauf. Ich finde übrigens das Cover von dem Game ziemlich nice. Ziemlich nice. Warum der so eine rote Mario-Mütze auf hat, ist ein bisschen verwirrend. Ist das der Urzeit-Mario oder was? Und ja, ich muss natürlich alles mit Mario vergleichen. Ah, es ist nicht leicht. Ah, Abspeicherpunkt, sehr fern. Uah. Zu schnell vorangeschritten. Gerade bemerkt, man verliert Leben, wenn man nicht genug isst. Und man fängt wieder ganz von vorne an. Ohne Passwortsystem, ohne gar nichts. Bin gespannt, ob das bei Teil 2 und Teil 3 besser wird. Spiele ich gleich nachher. Ich spiele es heute alles in einen Aufwasch. Teil 1, 2 und 3 nacheinander, jeweils 10 Minuten. Damit der Abend auch irgendwann rumgeht. Irgendwie muss man ja seinen Freitagabend verbringen, oder Leute? Was gibt's da Schöneres als eine Runde NES zocken mit euch? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt, was ihr davon hält und ob ihr schon den Detektiv Pikachu Film gesehen habt. Habe ich mir nämlich angesehen heute und war super begeistert. Aber wie gesagt, lasst euch nicht spoilern, Leute. Das wäre bei dem Film ganz, ganz schade. Weil er ist storylastiger als man denkt. Und die ganzen Pokémon rumlaufen zu sehen in einer Stadt mit echten Menschen ist schon cool. Ist schon cool gemacht, der Film, ja. Und ich bin ja nicht so der Mega-Pokémon-Fan. Obwohl ich natürlich schon einige Teile gespielt habe. Aber da gibt es sicher größere Pokémon-Fans und ich glaube, die werden den Film extrem abfeiern. Bin gespannt, es kommt ein zweiter Teil ja auch von Pikachu meine ich natürlich. Von Detektiv Pikachu. Zweiter Teil wird angeblich schon gedreht. Also gedreht, naja, was man halt so mit den Schauspielern noch drehen kann am Greenscreen. So, da haben wir da wieder ein Skateboard. Ja! Ja! Nein, 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 nein! Wieso denn? Hüpf doch, du Blödel! So. Ja, da hört man den Wiener aus mir. Bei dem Blödel, oder? Ja, ab und zu kann auch ich es nicht verbergen, dass ich aus Österreich komme. Irgendwann hatten wir ganz erstaunt in die Kommentare geschrieben: Du bist Österreicher, ja! So ist es. Und nein, ich habe mit der Regierung auch nicht ausgesucht. Nur so als kleine Entschuldigung. Aber ich möchte jetzt nicht zu politisch werden hier im Let's Play. Ah, ja. Ich bin ich schon einmal gestorben. Mit dem blöden blauen Tintenfisch-Dreck. So. Mal mehr Zeit lassen. So ein Zeitdruck, weil man immer essen muss. Wenn man nicht schnell genug ist, kriegt man nichts zum Essen und. Ah, ja.
ist schon gut gemacht. Das ist mit dem Zeitdruck, das macht, gibt dem Spiel ganz eine eigene Dynamik, muss man schon sagen. Gut, das war Adventure Island 1. Ich nehme jetzt gleich nachher Teil 2 auf, also morgen oder auch direkt gleich weiterschauen, je nachdem, wie ihr das Ganze jetzt konsumiert. Ich sage auf jeden Fall mal danke, danke für euren Daumen hoch, den ihr fix schon da gelassen habt, wie ich euch kenne. Danke fürs Abonnieren da unten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und gleich weiterschauen da drüben, da gibt es jede Menge davon. Und Kommentare nicht vergessen, Kommentare, Leute, kommentieren, 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 kommentieren.